Jo, hallihallo bei Let's Play mit Fugal und dem Spiel Trine 2. Ja, ein schönes Spiel, wie ihr da seht, habe ich von einem Kollegen Let's Player mitgeteilt bekommen, dass das doch ein schönes Spiel wäre, um mal ein Äuglein reinzuwerfen hier. Ich muss sagen, ja, die Grafik spricht doch schon sehr an. Um was geht es denn in dem Spiel? Ich muss euch ehrlich zugestehen, ich habe keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Freund von mir, drei Charaktere. Man geht hier durch die Welt mit Rätsel lösen. Ja, ich denke mal, wir reden da nicht lange herum. Gehen wir das zusammen an. Oh yeah. Glicken. Einzelspieler. Ja, normal, da, Standard. Entschuldigung. Ich denke mal, das ist okay und starten wir das Spiel. Es gab einmal drei tapfere Helden, erwählt von einem Artefakt, dessen Name lautete der Trine. Du kennst die Geschichte über ihr Treffen und wie sie Champions ihres Königreichs wurden? Höre die Geschichte ihres neuesten Abenteuers. Etwas Mysteriöses und Magisches ging im Wald vor sich. Aha. Der erste der drei Helden war Amadeus, ein Zauberer. Vielleicht nicht der mutigste oder der mächtigste, doch war er schlau und verständig. Dann war da noch Pontius, der Ritter, furchtloser Beschützer des Reichs, der gutes Essen, Tränke und den Kampf liebte. Und zu guter Letzt Soja, eine Diebin. Eine Unternehmerin. Soja, eine Unternehmerin. Sie war geheimnisvoll. Und in einer dunklen Nacht nur ein vorbeihuschender Schatten. Okay, dann let's start. Bin ich mal gespannt. Hey, hey, habe ich was im Hals hier. Amadeus, der Zauberer, schlief in seiner Hütte. Tolle Grafik. Das war der Ort, an dem er seinen Feuerballzauber studieren konnte. Verborgen vor den spöttischen Augen seiner Frau. Ja, was passiert denn hier? Hey, mach das aus. Ich bin hier am Schlafen. Mit dem Arsch nach oben, ja. Was ist denn? Wer ist da? Ich bin's, deine Frau. Nee, ich glaub nicht, hä? Ja, denke mal, wir sind hier im Tutorial. WASD. Juhu. Ach so. Mit A hüpft man auch. Wie Space-Taste hüpfen? Nö, ist ja mal toll. Komm mal raus hier. Da war was. Hui. Wie seltsam. Wie seltsam. Was denn? Ich muss sagen, tolle Grafik. Macht mich sehr an hier. Oho. Guck mal hier, das Gras und die Blumen hier sehr schön gemacht. Auch das Lightning, muss ich sagen. Wunderbar, wunderbar. Ja, mit W hüpfe ich. Dankeschön. Oh, kann ich was machen? Hm, da? Oh, ich zaubere. Boing. Boing. Oh, haben wir hier. Blop, 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 blop. Schön. Hopp. Juhu. Oh, nein. Verflixt. Ah, da kommt ja gleich nochmal eine. Yeah. Oh, nein. Bleib, bleib hier. So. Ha. Toink. Ja. Der Weg nach vorne war blockiert. Doch würde das den großen Zauberer Amadeus nicht aufhalten. Nö, mit seiner Magie konnte er Dinge anheben. Ach, verflixt. Und ich will das haben. Ach, leck mich. So, Sachen anheben. Ja.
Ach so, vielleicht kann ich da, ne? Ding! Hahaha! Ja. Toll war's. Whee, fast. Nochmal. Das schafft man besser. Boink. Boink. Oh, nö. Ich dachte, jetzt hier kann ich so super hüpfen. Oder kann ich dann noch höher? Ah. Hopp. Oh, nein. Ich dachte, wenn ich... So, und hopp. Ah. Naja. Da flickst noch eins. Na, versuchen wir nochmal hier die andere Seite. Komm her, du Stein. Oh, schwer. Zack. Komm ich da irgendwie hoch? Ach, oh, komm her. Boing. Ja, ach so. Kann ich das da oben? Na, nehme ich hin. Und her. Und hin. Und her. Und jetzt? Okay. Kleine Aufgabe hier, hä? Schon von Anfang an eine kleine Aufgabe, die es zu bewältigen gibt. Und hopp! Yeah! Sauber. Das ist doch schon mal gut hier. Amadeus konnte zudem Kisten aus dem Nichts herbeizaubern. Oh. Oh, komm her. Was Kisten aus dem Nichts? Warte, ich will erst. Ich bin Säufer. Oh. Boing. Zeichne ein Quadrat und lass es los. Okay. Bam. Was ist denn das für eine Kiste? Oh, ist da oben. Da ist was. Oh. Komm her, gib her. Yeah! Zack! Sauber machen wir das. Jo, ganz schön. Achso, jetzt wäre noch... Aha, Moment. Yep. Das Licht bewegte sich durch den Wald. Ja, erzähl du. Weiter. Zwischen Angst und Staunen hin und her gerissen, folgte er ihm. Zwischen Angst und Staunen. Wow! Ups! Komm nochmal hoch! Whee! Ja, dann machen wir sauber hier. Ich muss sagen, gefällt mir so ein Spielchen. Gibt's was Besonderes noch? Gibt's da oben irgendwas? Nö, glaub nicht, hä? Ja, Licht! Ich verlange zu wissen, was hier passiert. The Trine. Wow. Pontius. Amadeus, pack deine Sachen. Wir müssen das Königreich retten. Was? Oh, das geht gar nicht, Pontius. Ich habe Kinder zu Hause, die auf mich warten. Ich ja, und ich muss noch fahren. Deine Magie wird gebraucht. Ja, Kopfschmerzen. Das Königreich ist in Gefahr. Wird dieser Albtraum jemals enden? Trotz seiner Proteste wusste Amadeus, dass die Helden wieder einmal gebraucht wurden. Wie bist du hier gelandet? Dann hör mal zu! An dem Abend zog Pontius aus, da es auf den Bauernhöfen Ärger gab. Kriechende Ranken waren dabei, die Felder zu übernehmen. Kriechende Ranken! Herausfinden, wer dahinter steckt und ihm eine Lektion mit meinem Schwert erteilen. Ja! Da mal los hier, wo sind die kriechenden Ranken hier? Das ist ein Huhn. Komm her, du Huhn. Den mache ich tot. Nö, geht nicht. Ah, Schild haben wir auch. Hui. Wow. Das Geranke. Ranke Vieh. Und weg hier. Da gibt's noch mehr. Was, wo? Hopp, zack. Hä? Schweb ich? Oh nö, jetzt. Da und hier und eins auf die Omme. Oh, Moment mal, meine ich da so das ein bisschen?
lauter geworden hier? Wartet hier. Mit der Musik bis jetzt. Ah, ja. Ja, danke schön. Zurück. So. Wunderbar. Verstehe ich ja meine eigene Stimme nicht mehr hier. Wenig Glück gibt es heute Kürbiskuchen. Yeah! Dass ich so als kleiner Fettklops hier so hoch springen kann. Na, das ist schon mal eine Sau. Oh. Okay, das war nix. Nochmal, Leute. Und beim richtigen Moment wird abgehüpft. Ach, ich Noob. So. Und so. Wieso jedes Mal? Und er. Und jawoll. Doch fand er dort niemanden. Die Fieslinge müssen beim ersten Anblick von mir geflohen sein. Ja. Müssen sie. Ach so, ich wüsste ja. Okay. Oh, man stoßt es. Ja, man stößt es. Stoßt es. Ja, was auf Deutsch wieder. Hopp, zack. Yeah. Na, Ranke. Oh. Praktisch. Hui. Ja, ja, ja. Oh, 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 da wollte ich doch gar nicht hin, um Himmels Willen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Waffe wechseln, Mausrad. Boah, Sturmhammer. Yeah, das fegt hier. Haha, ich hab ein Schild, ihr könnt mich mal. Na Ranke, na Ranke. Kann nichts machen. Wieso nicht? Ich will doch. Ranke, Ranke. Ja. Fiesen kleinen. Verflixtes Unkraut. Verflixtes Unkraut. Weg hier. Und ich werde nicht den Kampf gegen Pusteblumen fallen. Ja. Pusteblumen, ja. Ich zeig's euch. Was kommt hier? Ich hab keine Zeit. Ich bin am. Genau der Crime tat. Aber er wusste, dass das Artefakt ihm helfen würde. Pontius war glücklich. Er konnte sich keine bessere Aufgabe denken, als sein Königreich zu retten. Oh yeah. Spät in der Nacht war Zoya in den Schatten verborgen, versteckt vor dem schimmernden Mondlicht. Die dritte Person. Moment mal, jetzt ist die Stimme wieder ein bisschen leise hier. Ei. Verstellt sich das so einfach? Mir nichts, dir nichts? Wartet hier. Wartet, ja, wartet hier. Wartet hier. Jawohl. So. Was kann die? Oh, die kann schießen. Hui. Was noch? Buh, was denn das? So ein Seil. Wird wahrscheinlich so ein Seil sein, ne? Brr. Hopp. Hopp. Wee. Naja. Sollte ich da nur rübergehen. Kann ich da? Nö. Da oben? Nö. Was? Ach so. Lalalala. Hopp. Schieß mit dem Bogen. Ach so, man sollte auch lesen hier. Zack. Ja, passt. Ja, jetzt. Hopp, 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 hopp. Hoi, hoppla. Hihi. Brr, brr. Oh, jetzt. Jetzt hat's geklappt. Hopp. Oh, oh, oh. Au, au. Mit den Üben hier. Bäh. So. Glitt durch die Stadt. Leise. Ja, sie glitt. Leise wie ein Trampeltier eher. Da geht's runter. Ja, ich denke mal, es ist relativ einfach gehalten hier. Ups. Kann ich da zuerst noch auch rauf? Oh, hopp. Zack. Oh, sauber. Ups. Entschuldigung.
Und da hängt sie. Zip, zip. Ach so, kann ich einfach so klicken. Muss ich mich nicht mal anstrengen hier. Hopp, zack, ups. Ratza. Ist da unten noch was? Nope, da unten haben wir nichts. Gut, weiter im Text. Kann ich den auch bewegen? Ich bin nicht kräftig genug. Ich bin eine holde Dame. Dann sah sie ein flimmerndes Licht oben an der alten Kirche. Hä? Was, wo? Da mal oben hin. Hopp. Zack. Hoi. Oh. Boing. Zack. Da komme ich doch irgendwie rauf. Yeah. Oh. Hopp. Oh, hey, da bist du gewöhnungsbedürftig hier. Hopp. Zack. Wie hoch muss ich denn noch? Ach so, noch eins. Oh, da unten ist noch was. Das nehme ich noch mit. Dankeschön. Hopp. Hopp. Oh, jawoll. Errungenschaft freigeschalten. Oh, was hat denn das? Scharfes Auge. Der Triumph. Wie lästig. Was tust du hier mitten in der Nacht? Bist du nicht mit deinen Tricks und mit Klauen beschäftigt? Dafür gibt es eine absolut gute Erklärung. Sag mir, wo gehen wir hin? Das wissen wir noch nicht. Etwas Seltsames geht vor. Ein neues Wagnis. Sollen wir gehen? Oh yeah. Also war der Trine wegen der drei Helden gekommen und das Abenteuer war bereit für sie. Amadeus sorgte sich um seine Familie, während Pontius sich auf ihre neue Aufgabe freute. Soja stellte sich natürlich vor, was für einen sagenhaften Schatz sie finden könnten. Moment jetzt, ich dachte, der Pontius wäre ein Mann. Während Pontius sich auf ihre neue Aufgabe freute. Oder ist mit ihre die Mehrzahl gemeint? Naja, kann sein. Okay. Wups. Da haben sich die Macher wirklich Mühe gegeben. Sehr schöne Grafik. Figur wechseln, 1, 2, 3. VC, was? V auch? Oh. Okay. Aha. Lass das Abenteuer beginnen. Oh yeah. Wo sind wir? Wohin hat der Trine uns gebracht? Sehen wir uns etwas um und finden es heraus. Jawohl. Aber das sehen wir beim nächsten Mal. Ich sage dann, tschö, bis zum nächsten Mal.